Jo, hi Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich versuche heute in Super Mario Odyssey 24 Stunden lang um die Sternstatue herumzurennen. Und die Sternstatue könnte man auch eventuell kennen aus Super Mario 64. Und ja Leute, ich wünsche euch an dieser Stelle viel Spaß mit dem Video. Also Leute, wir fangen jetzt wieder Challenge an. Und hier oben ist auch der Timer. Ich werde jetzt 24 Stunden lang um die Sternstatue herumrennen, beziehungsweise ich werde es halt probieren. Der Timer fängt an in 3, 2, 1. Los, wie eng ich die Kurve nehme? Hä? Boah, also. Boah, wie ich die Kurve nehme. Boah, krass. Seht ihr das? Seht ihr das? Sieht man das? Sieht man das, wie zerschittert die Hülle ist? Ich habe hier mal ein paar Dezent die Hülle gewaschen mit Wasser, weil hier ein Sticker war. Ich hasse Sticker, die man schlecht wegnehmen kann. Oder irgendwelche Sticker, die auf irgendwelchen Spielerhüllen sind, wo man dann den Kleber wegzieht und dann bleiben Rückstände drauf. Hier zum Beispiel. Das ist ein Rückstand, der vom Sticker geblieben ist, den ich weggezogen habe. Und ich habe dann gedacht, boah, es wäre echt eine gute Idee, wenn ich doch einfach das Spiel von vorne bis hin wasche, so. Weil ich wollte dieses Ding hier weghaben, was man immer noch sieht, so. Und das hat nichts gebracht. Und die Hülle ist jetzt, generell das Cover ist jetzt ein bisschen beschädigt, so. Leute, machen wir heute einen Sieg. Ich verstecke mich und ihr müsst mich suchen. Seht ihr? Sieht man mich? Leute, ich habe mich versteckt. Man sieht mich in der Facecam nur ein bisschen. Jetzt müsst ihr sagen, wo ich mich befinde. Wie gefällt euch meine Facecam, Leute? Wie komisch das aussieht, so. Aber auch in der Facecam kein Gesicht, aber Arme und Hände. Und ein Controller. Oh mein Gott, jetzt muss ich wieder aufstehen. Oh Gott! Oh mein Gott! Okay. Hi, was geht? Ich hoffe, ich habe mich gut versteckt. Ja, der Kokomag. Was war das? Bananen gern, oder? Ja, der Kokomag. Boah, die Kinder sind so abgegangen bei dem Song. So Weihnachtslieder, so mit Kindern tanzen und so. War krasse Zeiten da. Boah, das war auch interessant, so mit Kindern Kekse backen. Junge, war das interessant. Das eine Kind hustet in die Kekse rein, das andere Kind nimmt den Teig und isst das oder so. Steckt so den Finger ab und fasst dann andere Keksdinger an. So voll geil. Das war so lustig, Mann. Ich schwör's euch. Ich Oh, Scheiße. Das war so witzig, ich schwör's euch. Mal wie weiter, oder wie sieht's aus? Echt nice, diese Challenge mit Bongos zu spielen. Hört ihr die Trommel? Ich habe mich gerade voll gewundert, dass ich die Stuhllehne so weit nach hinten eingestellt habe. Ich habe mich echt gewundert, so, weil ich mich nach hinten lehnen wollte. Ja, moin. Ich bin seit 20 Stunden und 26 Minuten bei dieser Challenge dran. Und manchmal gibt es so Phasen, wo ich halt müde werde, so. Und diese Phase ist auch jetzt der Fall. Aber ja, Leute, ich hoffe, dass ich diese Challenge schaffen werde. 21 Stunden haben wir jetzt. Und eine Minute. What the fuck? The fuck? Ich bin gerade echt viel kurzer stehen geblieben. Sorry dafür. Ich bin gerade ein bisschen müde, Leute. Aber nun, ja doch, ein bisschen müde bin ich schon gerade. Tot so. Ich kann echt keinen Tod. Aber ich will einen Tod machen. Ich will das echt können. Ich kann kein Tod sein. Wieso kann ich kein Todgeräusch machen? What the fuck? Ich mache diese Challenge jetzt schon seit 23 Stunden und 21 Minuten. Also ich habe die Challenge bald geschafft, wenn ich jetzt hier noch ein bisschen weiter das Ganze durchziehe. Sorry Leute, ich habe gerade echt das Ding gelesen und bin auch stehen geblieben, weil ich so fokussiert damit war, den Hintergrund von der Hülle zu lesen. Ja, wie habe ich so stehen geblieben bin, ey, oh mein Gott, lol. Okay Leute, wie ihr am Timer hier oben sehen könnt, ich habe die Challenge geschafft. Ich bin 24 Stunden lang um die Sternstatue herumgerannt. Ich habe zwar ein paar Pausen gemacht, weil ich halt manchmal aufs Klo gehen musste oder mir etwas zu essen geholt habe. Aber ich habe dann halt auch immer den Timer gestoppt zu dem Zeitpunkt, wo ich halt eine Pause gemacht habe. Es ist schön, eine Challenge geschafft zu haben. Also Leute, ich denke mal, an dieser Stelle beende ich dieses Video. Man sieht auch schon Mario, wie er was sein Leben jetzt chillt. Was völlig verständlich ist nach dieser Challenge. Und ja, Leute, ich danke euch an dieser Stelle fürs Zusehen. Also, ciao, Leute.